Sie sind zwei Genies mit einem gemeinsamen Ziel. Beide wollen sie unseren Planeten erkunden und dafür hat jeder von ihnen seine ganz eigene Herangehensweise. Im neuen 3D-Film Die Vermessung der Welt von Detlef Buck gehen der Naturforscher Alexander von Humboldt und Mathematiker Carl Friedrich Gauss im Jahr 1828 den Geheimnissen unseres Planeten nach. Die Vermessung der Welt ist die Verfilmung des gleichnamigen Erfolgsromans von Daniel Kehlmann, der in über 40 Sprachen übersetzt wurde. Im Stern.de-Interview sprechen Regisseur Detlef Buck und Autor Daniel Kehlmann über die Eindrücke vom Dreh, Neugierde und die Filmtechnik der Zukunft. Es war nicht so, dass alle mit offenen Händen sagen, super, das machen wir jetzt, sondern ich glaube, es war wie bei Parfüm auch, so sagen, naja, also Film, Und mir war das ein Wunsch, das einfach auch zu realisieren und wirklich zu sagen, das ist ein so exzeptionelles Buch und von der Geschichte auch ein wichtiger Teil, den man nicht jeden Tag bekommt. Das kann nur auch was Besonderes werden. Das Risiko muss man gehen und dann war mir das wichtig, das zu Ende zu führen. Und dann hatte ich aber auch letztendlich, da bin ich dann auch für Hummel, ich sagte, ich ziehe das dann auch durch. Ja, natürlich, da gab es viel. Das sind natürlich ganz offensichtlich bei diesem Film erstmal diese unglaublich starken, reichen, in dem Fall sogar dreidimensionalen Bilder. Und als ich dann am ersten Drehtag zum Set kam in Görlitz, zu diesem Schulzimmer, das von Kindern wimmelte und mit diesem starken, expressiven Licht beleuchtet war und die Luft voll von wirbelnden Gänsefedern. Also hatte ich dieses Gefühl, ich stehe in einem ganz reichen, ausgestalteten, realen Gemälde sozusagen. Und das hat der Film ja sehr viel, dass man sich von das Gefühl hat, sich in Gemälden zu bewegen, die aber sogar die realer sind, als Gemälde es je sein können, unter anderem eben auch, weil sie dreidimensional sind. Etwas, was auf einer ganz anderen Ebene, mit einem ganz anderen Ansatz eben auch Kubricks Barry Lyndon macht. Ein Film, der für mich ein ganz großes Vorbild schon für den Roman war. Aber insofern, also dieses Visuelle, was so wirklich Leute, die so etwas bis ins Letzte durchdenken und komponieren können, solche Bilder, was die daraus visuell machen, das war für mich wirklich ein großes Erlebnis. Also ich werde dann oft jetzt auch gefragt, haben Sie sich das so vorgestellt? Dann kann ich immer nur sagen, nein, gar nicht, das ist das Schöne dran. Nein, also definitiv ist ja auch, die beiden gehen ja darauf auch los, um mehr zu wissen als das, wie es da ist. Und dieses mehr zu wissen, gut, die Welt, damals hatte man gedacht, bevor sie sich treffen, ist die Vermessung der Welt ist abgeschlossen. 1828, es ist alles erforscht. Ein paar Jahre noch, dann sind keine Fragen mehr offen. Und letztendlich, wir wissen heute, damals wusste noch, als Humboldt losfuhr, wusste man, dass die Welt rund ist. Man wusste aber nicht, wie groß, welche Ausmaße Kalifornien hat oder Südamerika oder was überhaupt dort an Pflanzen und Tieren. Man hatte keine Ahnung. Also er ist wirklich auch dorthin gegangen, wo er noch nie ein Weißer war. Mit dieser Neugierde. Man kann auch sagen, der Film gibt eine ganz einfache, praktische Antwort auf die Frage, ob die nicht vermessene Welt besser war. Vielleicht ja, aber sicher nicht mehr, sobald man zum Zahnarzt muss. Also das zeigt der Film auch in einer, glaube ich, recht denkwürdigen Szene, dass wir recht froh sein können, heute zu leben und nicht in der romantischeren Welt vor 200 Jahren. Also die meisten Menschen sind wirklich erstaunlich wenig neugierig. Deswegen ist ja auch, das ist ja auch der ernste Aspekt des Buches und auch des Films. Es ist ja eine Komödie, aber es ist eben eine Komödie, die den Drang, die Welt zu verstehen und die Neugier selber nicht zu etwas Komischem macht, sondern ich glaube, dem stehen wir eben beide mit großer Bewunderung gegenüber. Und man erlebt, ich erlebe es ja sogar jetzt mit dem Film, dass mir ständig Leute, oder immer wieder, nicht ständig, aber immer wieder Leute sagen, ich möchte das natürlich ansehen, aber in 2D. Ja, warum nicht 3D? Ja, das ist nichts, 3D. Also die Abneigung gegen irgendwas Neues ist schon sehr verbreitet in der Welt.
Naja, irgendwann ist man im Film. Das wird sicherlich sein, holographisch, dass du dann wirklich, dass du bist umgeben von der Welt. Das ist, da macht man ja auch schon Forschung weiter. Man ist da im Zeiss-Institut, ist man da schon sehr weit. Das auch, dass man wirklich dieses Erleben komplett hat dann. Und fürs Kino ist ja dieses 3D-Erleben auch wieder zurück, dass man denkt, oh, die Eisenbahn fährt auf einen zu. So, und das wird nicht aufwendig. Gut, die Filmkunst ist ein bisschen tick über 100 Jahre. Sie hat es geschafft vom Stummfilm zum Farbfilm zum Dreidimensionalen. Jetzt wird irgendwann die Brille wegfallen, dass man so wie wir eben 3D sehen, normal empfinden. Ich sehe jetzt hier 3D. Dass man das so weit naturalistisch wie möglich hat für einen selbst. Ich denke mir, dass die Menschen lieben, wie damals eben am Lagerfeuer, dass man nicht unbedingt die Wahl hat. Das andere sind Games. Mhm. Ich glaube, dass du schon einfach, du möchtest eine Fabel erzählt bekommen, um etwas für dich rauszuziehen, wenn du andauernd damit rumwutschelst. Man möchte in Ruhe gelassen werden, wenn man sich was, also in, von einer Erzählung. Ich meine, wir kennen alle die Panik, die wir haben, wenn wir ins, wenn wir in irgendeine Form von Theaterdarbietung sind und die fangen an, Leute auf die Bühne zu holen. Das macht keinem wirklich Freude. Dass man will, dass eine man will als Zuschauer einer Erzählung, dass die Erzählung nicht zum Mitspielen zwingt, glaube ich. Ich meine, natürlich, es gibt immer exotische Formen, wo das vielleicht auch mal Spaß macht, aber im Prinzip ist das eben auch eine Grenze zwischen Erzählung und Computerspiel, dass man nicht immer überall mitmachen will.